Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über einen wichtigen Vers aus Sprüche lesen. Ja, Salomo hat es geschrieben und Salomo war ja ein sehr kluger Mensch. Gott hat ihm diese Weisheit gegeben. Lies bitte ganze Sprüche öfters und immer öfters, da gibt es so viel Weisheit. Und hier steht es im 11. Kapitel, 14. Vers. Wo es an Führung fehlt, da geht das Volk unter. Doch Erfolg kommt, wo viele Ratgeber sind. Wir wollen doch alle gute Führung in unserem Land. Wir wollen gute Führung in unseren Gemeinden. Wir wollen Führung in den Dachverbänden, wo viele Gemeinden zusammen sind. Wir wollen gute Führung auch in der Familie. Überall geht es um eine gute Führung. Und da steht es auch, wenn eine gute Führung ist, dann geht es voran. Es wird wachsen, es wird gedeihen. Und dazu braucht man auch viele Ratgeber, gute Ratgeber. Wir als Christen brauchen Menschen, die mit Gott verbunden sind, die eng mit Gott leben und manchmal sie einfach fragen oder solche auch Besprechungen einleiten, wo man kann mit diesen Menschen reden, fragen, nicht gleich kommt die richtige Antwort, aber überlegen und wieder neu selber in Kontakt mit Gott bleiben, beten, suchen im Wort, aber auch Menschen zuhören. Wir sehen, wir hören von dieser Geschichte, haben gelesen in der Bibel von dem Ahab jenes Mal. Das war so ein König, der hat viel Böses getan, viel also nicht Falsches, was er nicht tun sollte. Und wir wissen dort diese Geschichte, wo Josaphat zu ihm kam und da war ein Kampf, sollen sie gehen in den Kampf oder nicht. 400 Ratgeber hat er gehabt, Propheten, die haben ihm alle nach dem Mund gesprochen. Und er hat Falsches gehört und es hat ihm aber gefallen. Und dann fragte Josaphat, hast du keinen mehr, der noch was sagt? Ich habe hier einen Micha, aber der spricht immer etwas, was falsch ist. Und, oder etwas, was gegen mich ist. Der hol ihn doch. Dann hat Micha gesagt, geh nicht in diesen Kampf. Er war von Gott, dieser Micha. Und er war also weggetan. Man hat auf andere Propheten gehört. Und so ging auch dieser Ahab zugrunde. Aber ich möchte hier wirklich zurufen, uns alle. Wir brauchen gute Ratgeber. Und die Ratgeber, die sind manchmal, man hört die heute, versteht's noch nicht. Aber vielleicht in Zukunft. Man muss suchen nach guten Leuten. Es gibt ein Sprichwort, sag mir, wer sind deine Freunde? Ich sag, wer du bist. Die Menschen, die um uns sind, die prägen uns auch. Und es ist wichtig zuzuhören und gute Ratschläge auch befolgen. Ich denke, wie war es mit Jesus? Selber Gottes Sohn war auf Erde. Und wir sehen, wie viele Menschen gar nicht hören wollten. Manche haben sich richtig geärgert. Das waren diese kluge Pharisäer jener Zeit. Ja. Die wollten ihn töten und haben es so weit gebracht, dass Jesus auch ans Kreuz kam. Ja, interessant. Jesus, selber Gottes Sohn, hat zu ihnen gesprochen. Sie haben es aber nicht gehört. Aber es gab Leute, die haben gehört auf Jesus. Die wurden geheilt durch Jesus. Durch ihn kamen auch diese 12 Jünger, die dann die Apostel, 11 von ihnen wurden Apostel, wirklich, die die Welt verändert haben. Interessant. Eine hören auf guten Ratschlag, selber vom Gottes Sohn, die anderen nicht. Wir wollen doch von denen sein, die gute Ratschläge auch befolgen. Mir ist interessant hier auch diese Geschichte, wie Jesus mit Nikodemus sprach. Auch er gab ihm also diese Anweisung. Er gab ihm diese wichtige Wahrheit. Und Nikodemus hat es nicht gleich empfangen. Später aber hat er es doch empfangen. Nikodemus war jemand von dem Rathaus Gottes, also ein ganz wichtiger Mann. Und er kommt zu Jesus und sagt ihm also, man sieht, Gott ist mit dir. Und dann sagt Jesus zu ihm. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er wohl wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete und sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was von Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was von Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und woher er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Ja, so eine Rede hat Jesus gesagt. Und er wusste, dass auch wir heute dieses lesen würden. Er wusste es, deswegen ist es so ausführlich hier alles gebracht. Nikodemus konnte es aber nicht verstehen. Und er widerspricht auch weiter, sagt er, wie kann es sein? Und Jesus muss dann ihm sagen, du bist ein Lehrer in Israel, weißt du es nicht. Schon Jesekiel hat es gesagt, ich will euch ein neues Herz geben.
Ja, Jeremia hat es gesagt. Ihr werdet Gesetz Gottes in euer Herz schreiben und so weiter. Er hat es irgendwie nicht gelesen oder nicht verstanden. Und dann später erst, Nikodemus jetzt in dieser Nacht konnte das nicht aufnehmen, hat er doch die Worte verstanden und wollte und wurde zum Nachfolger Jesu. Es ist so wichtig, wenn wir manchmal einen Rat geben, ja, dann sollen wir nicht gleich denken, ich gebe einen Rat und der wird sofort angenommen. Manchmal nicht. Aber es muss ein guter Rat sein. Hier ist ein Rat, wenn jemand von Neuem geboren wird. Er kommt in das Reich Gottes. Und es sind auch die Ratgeber, die uns geben. Es muss immer gehen um das Ewige, um das Wirkliche, um das Wichtige, dass unser Leben bereichert im Lichte Gottes, dass der Name Jesu verherrlicht wird. Das sind die guten Ratgeber. Möchte Gott von uns gute Ratgeber machen, aus uns, und auch, dass wir zu den Menschen gehen und hören von ihnen. Und dass wir wirklich auch durch diese Ratschläge auch so werden, wie Gott uns haben will. Ihm sei Ehre dafür. Amen.